Ne, ich werde ihn auch, glaube ich. Ich glaube, ich werde ihn auch gleich benutzen, aber ich werde den Pagani noch nicht einsetzen. Für den Porsche reicht es übrigens auch gleich, also sehr gute Sache. Was? Ah, gut. Jetzt hatte ich schon Angst, dass alles kaputt wäre. War jetzt nur ein Spinner. Okay. Dann Wagen, Autohändler. Warum nehme ich eigentlich den Pagani? Ich könnte ja auch ein anderes Auto nehmen. Ich kann sagen, warum, weil der Pagani ist bei weitem das teuerste Auto in diesem Spiel. Und wenn ich ihn kaufen würde mit dem Gutschein, würde ich 741.000 Dollar sparen. Also ist dieser Gutschein 741.000 Dollar wert, wenn man das so will. Ich könnte natürlich auch ein, sagen wir, natürlich, ich könnte auch ein Toyota Corolla kaufen. Dann wäre der Gutschein aber nur 16.000 wert. Und ich kann mit dem jedes Auto kaufen, das ich will. Also kaufe ich mir ganz zuerst. Moment. Porsche. Wo ist der Turbo? Porsche. Ah ja, das ist Deckantrieb. Logisch. Allrad. 911 Turbo. 122.000. Den kann ich mir jetzt zum Beispiel mit Geld kaufen. Ihr könnt jetzt entweder den Wagengutschein benutzen oder das Geld. Aber ich nehme das Geld. Und damit kann ich ihn gleich für den Grip-Modus bereit machen. Aber jetzt kaufe ich mir auch noch den Pagani. Und dann habe ich den Gutschein. Wirklich wirtschaftlich sehr gut eingelöst. Für mich wirtschaftlich, ist privatwirtschaftlich gut eingesetzt. Also hier, okay. Wagengutschein. Letztes Mal kann ich den Drag-Modus natürlich auch benutzen oder Speed-Challenge, aber für mich ist er am besten im Grip-Modus. Also, da ich ja sowieso kaum Wagen für den Grip-Modus habe, werde ich ihn für den Grip-Modus benutzen. So, beim Porsche 911 machen wir als erstes mal die Karosserie. Weil momentan kann ich sowieso nicht viel machen. Gut, okay, dann weiter. Ich kann nicht die Stoßstange nach unten setzen. Und, ach, das mache ich hier bei 60%. Dann ist es auf einer Linie mit dem Auspuff. Hier natürlich länger nach unten ziehen. Das Loch gefällt mir auch. So, Torhaube. Sweeper. Gefällt mir ausnehmend. Diese Löcher hier und das hier auch. Spoiler noch. Passt nicht so. Ja, es passen alle nicht. Hier den hier hochsetzen und breit machen. Und noch ein bisschen breiter, so 40% und genau. So. Dachhutze braucht er nicht, auch dann überall Käfig. Die Optik passe ich später an. Jetzt mal aktualisieren. Dann gehe ich hier zum Sonder. Spezialupgrade. Karosserie. Karosserie-Kit. Das ist krass.
Das hier ist billiger. Unten setzen. Zwei Luftritzen rein. So. So, die Fußsohlen weiten und das braucht's nicht. Das braucht's nicht. Das kann ich so lassen. Schürze. Bisschen verbreiten. Nach unten setzen. Gute Sache. Motorhaube. Auf diese so kleinen Motorhaube. Was kann man hier überhaupt machen? Das hier passt. Dann werde ich dann noch so hier unten ziehen. Genau. So gefällt es mir besser. Spoiler. Normal ist dieser hier. Was gibt's noch für gute Spoiler? Ist nicht gut. Auch nicht gut. Den hier. Nehme ich den hier. Setz ihn hoch. Und mache ihn breit. Genau. Bisschen länger. So. Überall Käfig rein. Und das ist schon mal gut. Dann gehe ich wieder zum Porsche. Was passt für ein Porsche wohl am besten? Optik, Lack, mach ihn hellblau, hellblau. So etwa. Den Rest lassen wir mal. Lass mir mal sein. Okay. Lachgas. Kostet 26.000. Das ist das erste, was ich einbaue. Jetzt habe ich wieder ein Auto zum Herumbasteln und Tunen. Ich denke, ich mache jetzt noch ein Event. Und dann ist für heute Schluss. Bei Need for Speed und beim Pro Street ist es sowieso komisch da. Kann ich an einem Tag irgendwie 5 Events machen, das reicht für 5 Teile. Weil ich alle Teile auf einmal so schneide und es gibt dann halt nicht so viele. Es wäre nochmal Nevada. Grip, grip, grip. Naja, da gehe ich zuerst hier noch lang. T51Z Charger G35. Den Ersatz nehme ich den Pagani. Den nehme ich als Ersatz. Die werden staunen. Ich könnte natürlich auch jetzt schon benutzen, wahrscheinlich Runden um meine Gegner drehen, aber so fies will ich dann nicht sein. Ja, fehlt nicht mehr viel. Ich könnte einen Showdown machen, dann könnte ich gegen ihn antreten. Oh, sehr schön. Ryan Cooper ist hier. Wow, was soll ich zu jemandem sagen, der mit einem Pagani Sonder aufkreuzt? So schnell wie der Sonder geht keiner ab, versteht ihr? Der Wagen macht 0 auf 100 in 3,5 und schafft 340 Sachen in der Stunde. Stellt euch mal vor, ihr würdet in einem Rennen diesen Wagen hier gewinnen. Da würde ich sterben für die Sau. Komm schon, Cooper, verrat uns, wo du den Schlitten abgegriffen hast.
Ja, wo ich den Schlüssel abgehört habe. Ich habe Glück gehabt und habe einen guten Wagenschein verdient. Jetzt habe ich natürlich die Stufe 4 Bremse, Stufe 3 Bremse nicht eingebaut. Die Stufe 3 Bremse beim Dodge habe ich natürlich nicht eingebaut. Ich muss mich erinnern, dass ich das später noch machen muss. So. Jan 50Z, ein FGT2, RX8 und eine Elise. Ein breit gestreutes Feld. Start ist wichtig. Vielleicht die erste Zwischenzeit im ersten Sektor gewinnen kann. Das habe ich schon mal gemacht. Jetzt geht das Spiel so. Jetzt muss ich ein bisschen vom Gas gehen, aber immer noch schnell genug sein, um die Punkte zu kassieren. In der Regel mache ich das, indem ich ein bisschen früher hochschalte. Oder ein bisschen vom Gas gehen. Meistens ist das eine gute Sache und ich mache die Punkte genau so punktiert. Dann die zweite Runde fährt man Vollgas. Aber noch ohne Nitro. Weil er jetzt so gebremst hat, wie ich in ihn reingefahren bin. Jetzt geht's darum, alles zu festigen. Und nochmal die Punkte zu schlagen, die man vorhin erfahren hat. Das wäre es. Und noch ein Sektor. Und auch hier habe ich eine gute Punktzahl gemacht, 5700. Und damit habe ich die Webcam nicht ausgeschaltet. Aber 5700 Punkte. Und genau so sollte man einen Sektor-Shootout fahren. So und nicht anders. Ja, Windschatten. In diesem Spiel ist Windschatten wirklich sehr stark ausgeprägt. Oh, wenn mich nicht alles täuscht, dann sehe ich da Henrik Thiel von den Grip Runners. Der Junge fährt einen S4. Echt Zucker, das Teil. Oh Mann, wenn Henrik dabei ist, geht's ganz schön rund. Der Mann macht nämlich keine Gefallen. Natürlich gebrochen mit 10.000 Punkten. Damit geht's schon zum nächsten Event und das ist ein Grip-Klasse-Event auf dem Portland National Festival Rundkurs. Wo noch eine Schikane eingebaut ist. So. Ah, das ist ja bis jetzt ein unglaublicher Tag. Wir haben fast 20.000 Besucher. Ja, ich möchte nochmal so teilnehmen mit diesem Auto. Ist kein Problem. Und damit geht's bald los.
geht bald los, geht bald los. In welcher Gruppe bin ich diesmal? Wieder in der schwächeren Gruppe, aber diesmal bin ich der stärkste Wagen in der schwächeren Gruppe. Yoshiaki Kawakami mit einem 53Z kommt relativ nahe heran und auch Naoki Yoshihara mit einem RX-7 ist ernst zu nehmen. Perry Prescott kann man hier ziemlich außer Acht lassen, weil er ein Auto hat, ein BMW 3, der ganz und gar nicht ist. Gut. Da habe ich jetzt böse abgekürzt, aber das macht man eigentlich immer. Jetzt kann ich wirklich Vollgas geben. Das gefällt mir nicht. Das ist ein Auto, das nach dem, das ist ein Kurs, der diesem Auto ziemlich gut liegt. Es besteht halt viel aus der mittelschweren und schnellen Kurven. Das gefällt dem 53Z. Die einzige langsame Kurve auf dem Kurs ist diese hier. Und auch diese hier ist knapp schnell genug, damit man hier durchkommt. Deshalb bleibt die einzige Schwierigkeit die Schikane. Da man die relativ gut abkürzen kann, ist auch diese Kurve kein Problem. Niemand hat doch noch nur annähernd irgendwie eine Chance mitzukommen. Beherrscht den Kurs perfekt. Dieses und der abgekürzt. Damit jetzt noch die letzte Schikane. Ich liebe diesen Kurs. Merkt man. So, gewonnen. Und zwar ganz klar mit sehr viel Vorsprung. Ja. 22 Sekunden. Fast 23 Sekunden. Alle verrissen. Damit kommt auch die Bewertung von 11.000 Punkte relativ gut zustande. Okay. Was bleibt noch übrig? Ich denke noch drei Drag-Events und ein Drift-Event. Leute, wir haben heute hohen Besuch, ja. Der Super-Promotion Affe. Team erfreut uns mit seiner Anwesenheit. Schauen alle gekommen zu sein. Mit die Mitte. $2.500. Okay, von mir aus. Jetzt noch das Drift-Event. Eben noch ein bisschen driften mit dem Infinity T35. Jetzt noch die Webcam wieder aktivieren. Und dann geht's schon in die heiße Phase.
3 guter Treff war. Eigentlich muss man sagen, die meisten Driftwagen, also die meisten heckgetriebenen Fahrzeuge in diesem Spiel sind gute Driftwagen. Ja, jetzt bin ich natürlich außerhalb geraten, das ist nicht gut, das wollte ich nicht. 3400 Punkte, sollte für den ersten Platz reichen, das tut es auch. Für den Anfang ist es auch nicht schlecht, aber es muss noch besser werden. Aber es wird noch besser, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, guter Start. Okay, nein, das ist scheiße. So, komme ich jetzt hier gut durch, mache hier viele Punkte. Aber leider hat die erste Kurve nicht gestimmt und das hat alles vermasselt. Also muss ich nochmal ran. Und zwar gut ran. So, dann eben nochmal. Das ist besser, das ist besser. Nein, nicht ganz. Bei weitem nicht. Genau nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Reicht zwar trotzdem irgendwie für den Sieg, aber es ist nicht das, was ich mir erwünscht hatte. Es sind zwar 8400 Punkte, die kann ich nicht wirklich so freuen, wie ich das sonst gerne mache. Sondern nur wirklich halb. Ich habe nur halb Freude. Nicht so wirklich dran Freude. Nun ja, das ist jetzt wurscht. Die Konkurrenz bei den Super Promotion Events ist verdammt hart. Also denkt dran, Leute, hier treten heute dann die Besten eben zum der Break. Besten an. Ryan Cooper macht einen sehr starken Eindruck. Ja, er hat ein paar beachtliche Siege. Sogar angefangen. Nicht mal für den Rekord gereicht. Er ist inzwischen drauf und dran, sich bei den Fans einen Namen zu machen, anstatt bei den Cops wie bisher. Ja, da hätten noch 200 Punkte gefehlt für den Rekord. Falls ihr es noch nicht wusstet, okay, dann noch ein Vital Main Drag. Charger. Das, wenn ihr Glück habt, das ist das letzte Mal, dass ich hier die Webcam einschalte, und wenn sonst nicht, dann mache ich eben noch einen Wheelie-Wettkampf und dann ist wirklich Schluss. Okay. Wahnsinns Burnout. Sieben sechzehn, das ist kein schlechter Lauf. Da hat niemand irgendwie auch nur annähernd eine Chance gehabt. Auch weil die stärkeren Supras und Corvettes nicht da sind. Der stärkste Gegner, den ich habe, ist Bruno Hardin, sein Viper SRT-10. Alle anderen haben eigentlich nicht große Chancen. Okay. Maxima Grip. Und der Lauf ist genau gleich, glaube ich. Wieder 7.16. Das hatte ich auch schon beim letzten Mal. Und damit zum nächsten Lauf. Und zum letzten Lauf.
Vielleicht im allerletzten Lauf überhaupt hier. Leute. Die Zielzeit ist 12:06, also werde ich denken, ist es eigentlich zwischen 11 und 12.000 Punkte wert, die ganze Zeit. Maximaler Grip nochmal. Es ist natürlich ganz schlecht. Ja, noch etwa eine halbe Sekunde. Das hat man sofort gemerkt. Sofort. Okay. 7,16, 7,16, 7 irgendwas. 13.000 Punkte, das muss für den Gesamtsieg reichen. Das muss reichen. Sonst frage ich mich schon ziemlich. Ja, Streckenrekord gebrochen, dominiert. Und dann Reparatur-Gutschein gewonnen. Kann ich den Renntag verlassen? Allein zwei Autos reparieren muss, 350 Z, das mache ich natürlich. Und damit irgendwie zurück zum Menü. Also einer der Fahrer, die immer auf den Punkt genau. Moment, lass mich mal gerade dieses. Okay, gehen wir noch kurz tunen, dann kann ich noch den Porsche. Die Reifen, die Federung kaufen. Nein, das glaube ich reicht gar nicht. Ach, egal. Testen wir es aus. Und beim Dodge Charger kann ich noch die Bremsen anschrauben. Gehen wir zuerst zum Charger. Genau hier. Spezial Upgrade. Bremsen. Genau. Vielleicht hat er dadurch eine bessere Traktion. Vielleicht. Dann noch der Turbo. Spezial Upgrade. Sicher mal die Reifen, das ist wichtig. 10.500, damit sind 33.000 übrig. Zum Fahrwerk, das reicht gerade noch. Die Bremsen reicht es nicht mehr, dann muss ich das nächste Mal ran. Das Handling hat sich jetzt schon mal entscheidend verbessert. Damit kann ich mal auf den Berufsstand gehen. Es sind 84 PS, 480 PS, 0 auf 100 in 3 Sekunden. Und wenn ich jetzt das Tuning mache, Dämpferdruckstufe weich, Dämpferdruckstufe weich, Dämpferzugstufe weich, Federrate, Federrate, Bodenfreiheit, Stabilisator, Stabilisator. Den Rest lasse ich so. Nitrodruck hoch einstellen, damit er einen hohen Schub hat. Und das wäre es vorerst. Damit die Blaupause aktualisieren. Und dann kann ich speichern. Und dann kann mich verabschieden. Vorerst. Okay. Karriereübersicht. Lassen wir das so ausklingen. Wir sind bei 42%. Es fehlen noch drei Events plus der Showdown. Und dann geht's. Und dann habe ich die Möglichkeit, das Rio zu zeigen. Dann könnte man sagen, geht's Rio an den Kragen. Aber es gibt dann noch drei Grip-Events, drei Drift-Events, drei Drag-Events und drei Speed-Events. Und zwar von den Elite-Kings Aki Kimura, Ray Krieger, Cal Monroe und Nate Denba. Und erst wenn ich die dann freigeschaltet habe, plus besiegt habe, ist dann bewegen wir uns dem Ende zu. Und das Einzige, was wir jetzt machen können, ist jetzt einfach mal. Ja, meine Stimme kackt langsam ab, also sollten wir. Ich nehme möglich beenden. Dann verabschiede ich mich von euch. Und man sieht sich beim. Also man spricht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Schöne Zeit und tschüss.